So, nächster Videotagebucheintrag. Ich habe zuerst einen kleinen Spiegel gefangen, heute ist Freitag. Ich denke, dass ich letztes Mal ein bisschen was über den Platz erzählt habe. Ich möchte jetzt eigentlich ein bisschen was über die Vorgehensweise erzählen. Wenn ich immer nur ein paar Stunden da bin auf dem Platz, versuche ich so wenig wie möglich zu mitnehmen. Ich habe so ein paar Bockmatten, wo man alles einpacken kann. Die Hurden, Banksticks, die Gabel dazu, so ein ganz Ding. Eine Ködertaschen, da ist eine kleine Deckelbox drinnen. Eine Polbrille, falls ich beim Hergehen irgendwo Fischaktivitäten am Rand sehen kann. Dann habe ich ein Weizling, mit dem setze ich die Fische zurück. Ganz ein bisschen cheesy zu der Fischerei, weil auf diesem Teich gerade ein bisschen mehr Wasser drin ist, habe ich noch Wattstäbe noch. Eine Flasche Wasser, das reicht für 3-4 Stunden des Glücklichseins. Rix ist ganz normal meine Standardrig, die ich da fische. Ja, vielleicht läuft heute noch ein guter rein. Wieder komischerweise fast immer um dieselbe Zeit, wenn ich herkomme. Ich komme meistens zwischen 4 und 5 her, wenn ich so Tagessession mache. Außer wenn ich am Vormittag ein bisschen mehr Zeit habe. Es läuft, taugt mir irrsinnig. Ja, natürlich müssen wir ein bisschen aufpassen mit dem Projekt. Es wird immer die Zeit interessanter dann für die Donau. Jetzt kommt einmal die Auslandsreise mit Sebastian. Statt Polen steht jetzt Kroatien am Plan. Ja, ist cool. Dann habe ich noch einige Neuigkeiten für euch, die die Hausmess betreffen. Am 2. Mai-Wochenende, wo der Feiertag dazwischen ist, haben wir eine riesen Hausmesse bei Buhl im Moor. Aber dazu gibt es einen extra Eintrag. Nicht im Tagebuch, sondern für euch, meine Freunde, ganz was Besonderes haben wir uns da wieder einfallen lassen. Bis später. Vielleicht kann ich mich noch mal melden heute. Ansonsten ist auch egal. Alles gut. Alles schön. Einen schönen Freitag, frohe Ostern. Wir sehen uns. Hurra! Der Karfreitagsfisch liegt gerade vor mir in meiner Matten. Vor ein paar Minuten hat er gebissen. Auf der Limited Fish 2.0, den wir für euch, für die Hausmesse wieder machen. Weil das Echo voriges Jahr noch die 1500 Kilo so groß war. Haben wir gesagt, wir legen wieder welche auf. Und da ist der erste Fisch davon von der neuen Serie 2.0. Der Mix ist gleich geblieben. Es ist nur ein, zwei neue Gewürze sind dazugekommen. Schaut euch die prächtigen Burschen an. Jawohl! Boah, das Videotagebuch, das wird so gigantisch. Das werden. Jawohl. Ja, die Erfolgsgeschichte geht weiter. Heute hat es zwar ein bisschen länger gedauert. Bin ungefähr um 11 Uhr heute rausgekommen und jetzt gegen 15 Uhr habe ich den ersten. Herrlichen Spiegler in der 10 Kilo Klasse. Yeah. Trotzdem, es hat wieder funktioniert. Die übliche Vorgehensweise. Jawohl. Aber was das Gute ist, der erste auf Styrian Fisch. Mann, Styrianfisch. Jawohl. So eine kleine Nachschau von den Ereignissen von dem Fisch gerade. Was mich stutzig macht an der ganzen Geschichte.
Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht ist das ein Hinweis. Er hat eigentlich ungefähr genau ein bisschen, wo ich jedes Mal Futter eingebracht habe. Und das ist natürlich irgendwie ein Hinweis für mich. Aber schauen wir mal, es ist ja noch nicht die richtige Zeit. März. Aber guckst 5 Stunden, ein paar Seiten aus meinem Büchlein habe ich gelesen, auf einmal wie aus dem Nichts. Bäm! Ein Vollrun auf dem Limited Fish. Entschuldige, auf dem Styrian Fish Schneemann. Die Limited Fish kommt erst bald, die 2.0. Aber Styrian Fish Schneemann, der erste Fisch für mich. Übrigens dann noch so ein schöner Spiegel. Ein paar Stunden habe ich noch. Taugt mir. Die Videotagebücher füllen sich schon langsam. Und ja. Wir hören uns und wir sehen uns.